Für sie ist es nach 2008 das zweite Antreten. Und jetzt Jessica Ennis, das Gesicht des Siebenkampfs der letzten Jahre und das Aushängeschild auch für Großbritannien. Sie freut sich hier zu sein, aber sie verspürt schon mächtigen Druck. Denn nichts anderes als die Goldmedaille wird von ihr. Für Jessica Ennis, da geht es natürlich jetzt einmal darum, Vorsprung herauszulaufen. Sie braucht ein Guthaben heute Abend, vor allem gegenüber Tschernova. Um am zweiten Tag dann vor allem, dass sie hoffentlich die Hürden gezählt hat, denn es sind 10 an der Zahl für sie. Das war heuer nicht immer so. In Manchester vor wenigen Tagen hat sie einen super Hürdenlauf hingelegt und am Ende ist man draufgekommen. Der Kampf, aber das ist Götzis und das haben drei Damen geschafft. Jessica Ennis, super Beginn. Das war zu erwarten, dass sie die Hürden dominiert, aber in Manchester ist die 12:75 gelaufen und damals, wie gesagt, hat man vergessen, 1,76 Meter, da steigt jetzt auch die führende Jessica Ennis ein. Guter Auftakt für das britische Golden Girl. 1,91 in den letzten beiden Jahren übersprungen, so wie auch 9 andere auf dieser Anlage. Ja, da plackt sich die Britin ein wenig. Über 1,85. Ja, da ist man fast versucht zu sagen, das ist notwendig. Wir sind 90 gewöhnt von ihr in Götzis. Aber sie war da sehr knapp dran. Ich hoffe, sie hat noch Reserven, denn mehr als die 1,85 wären mit diesem Sprung nicht möglich gewesen. Von der Hand der Hochsprung für die. Auch für Jessica Ennis ein Fehlversuch. Alle aus Sheffield müssen in den zweiten Versuch. Weltmeisterin 2009, Europameisterin 2000, rote Fahne, Fehlversuch, Stange, fällt ab. Der Wind hat eine Spur nachgelassen, vielleicht hilft er dem. Jessica Ennis, weiter im Bewerb zu sehen, aber das war's. Nur 1,85 Meter für sie. Nach einem Hürdensprint jetzt weniger Punkte. Genau genommen 1041 für Ennis anstatt wie im Vorjahr 1119. Das heißt, sie büßt jetzt fast 80 Punkte ein. Marco Kleber, der schnellste Schüler, 10 Bonforter. Es sollte jetzt die Latte neu eingemessen werden. Das ist natürlich im Sinne eines ordentlichen Vorsprungs. Für ihre Verhältnisse 6,37 Meter gesprungen. Sie kann wesentlich weiterkommen. Sie kann 6,50 Meter, 6,51 ist ihre Bestleistung und Absprungbalken. Die kleine Schwäche im Hochsprung, die kann sie dann auch noch ausmerzen bis zu den Olympischen Spielen. Also der Formaufbau schaut prächtig aus für die kleine Athletin aus Sheffield. Jessica Ennis, 6,23 Meter, naja, da muss sie doch noch etwas zulegen. Hat etwas weiter ausgesehen, 9 cm weiter als sie beim ersten Tag. Aber Jessica Ennis bei dir. Die Führende nach dem ersten Tag bei den Damen im Siebenkampf. 6,23 Meter, voll durchgezogen. Und jetzt gilt der, schaut er jetzt auch schon ein wenig besorgt. Der Weitsprung war im letzten Jahr auch gesetzt. Auf die 6,23 Meter. Dies ist ja da, das hat man auch im zweiten ungültigen Versuch gesehen. 6,51 Meter. Und jetzt gleich von einer enttäuschenden Weitsprungleistung direkt zur Einstellung der persönlichen Bestleistung. Also es muss nur ein bisschen was zusammenpassen bei ihr. Dann ist sie ganz, ganz stark einzuschätzen. Hohes Leistungsvermögen. Jetzt schon, was haben wir? 2 Monate vor dem olympischen Siebenkampf springt sie 6,51 Meter und Freude ganz groß bei der 26-Jährigen. Damit natürlich auch gleich die Führung gegen Weitsprung
ist der Leihvermittler Nummer 2. David kann sie voll zufrieden sein. Vor Niklas Huck. Und jetzt hat sie auch Tatjana Czernova etwas vorgelegt. Denn jetzt wird es für die Russin schwer werden, die aus Sheffield da aufführt in Götzis. Der die Queen. Daphne Skippers übrigens hat es nicht geschafft. Nur 2:18:66.